Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse Teil 2 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Senilia, ich grüße dich. Das ist zwar nicht deine Geburtshoroskop-Analyse, sondern von deiner jüngeren Tochter. In diesem Augenblick, wo sie geboren ist, wann sie geboren ist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das heißt, sie hat Aszendent oder Lagna in Tierkreiszeichen Krebs. Ich setze Krebs hier im ersten Lebensbereich. Und das heißt, das war die erste kosmische Energie, der sie begrüßt hat, hier auf die Erden leben. Sie ist ein Kind davon. Und das begleitet sie von Geburt bis zu ihrem Lebensende. Krebs gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Sie nimmt die Welt mit ihren Gefühlen wahr, außer empfindlich. Krebs steht in Verbindung zum Geburt und das heißt, dieses Feingefühl zu haben, wann soll etwas Neues geboren werden oder wie lange dauert es. Wenn sie intuitiv handelt, dann verspürt die richtigen Momente im Leben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Sie hat in ihrer Persönlichkeit sehr viel Mütterlichkeit. So ist sie auch wahrgenommen. Sie ist hilfsbereit, sehr mütterlich, fürsorglich. Aber sie kann launisch sein, weil über die Tierkreiszeichen Krebs herrscht Mond. Mond ist die Mütterlichkeit, die Empfängnis, hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Das ist natürlich diese schöne Seite. Aber so wie Mond ändert sich ihren Gestalt, mal Vollmond, mal Neumond, mal abnehmend oder zunehmend, das kann in ihrer Persönlichkeit das auslösen, dass sie ein bisschen launisch ist. Die zweiten Lebensbereich hat mit Werten etwas zu tun. Wert, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch Finanzen. Energetisch hängt das auch Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es gar nicht wert oder ich habe es gar nicht verdient, das hat die Folgen, dass man weniger Geld hat, also beeinflusst die Geldfluss. Und es gibt Menschen, die anderes denken und sie sagen auch, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz, sie haben immer mehr Geld. Und hier in diesem Lebensbereich hat sie Löwe. Löwe symbolisiert die Selbstbewusstsein. Und das ist ihre Stärke. Also für sie ist wichtig, mit ihren Werten bewusst zu sein. Und das würde ich auch bei ihr stärken. Weil später verbessert sich dadurch ihren Finanzen. Löwe liebt die Glanz und Luxus. Und das ist natürlich ein Hinweis, dass sie gerne Geld ausgibt für Markensachen oder für Luxus und sie glänzt gerne auch damit. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne
Und Sonne steht in Verbindung zum Gold. Also sie liebt auch das Gold. Im dritten Lebensbereich hier sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie sie das Wissen aufnimmt. Oder wie wird sie wahrgenommen? Steht sie auch im Mittelpunkt? Oder wird sie übersehen oder klein gehalten, auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen bleiben und das zieht sich wie roter Faden durch unserem Leben. Wenn sie im Schulzeit sich nicht behaupten kann gegen Geschwister oder anderen Kinder, dann spiegelt später für sie das Leben. Das sind die Prüfungen in dieser Schule des Lebens. Außerdem zeigt auch der Austausch von Wissen und Informationen und die Verbindungen zum Verwandten, Bekannten und zum Medium. Hier hat sie die Jungfrau. Jungfrau ist klug. Und so, sie versteht auch all das, was in die Schule vermittelt wird. Also sie versteht das ziemlich schnell. Aber sie steht eher im Hintergrund. Sie ist eher Beobachter, als jetzt in die Mitte zu sein. Und wenn sie hier nicht behaupten kann gegen Geschwister oder anderen Kinder und geht auf die Seite und die Jungfrau neigt dazu, oder wenn sie kritisch ist mit sich selbst gegenüber und sucht die Fehler in sich selbst, dazu neigt die Jungfrau auch Selbstkritik und fühlt sich verletzt. Natürlich mit diesem Krebs-Aszendent neigt dazu auch zurückziehen mit ihren verletzten Gefühlen. Der vierte Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Wenn ich das vergleiche mit einem Baum, dann würde das bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Und tatsächlich gibt uns dieses Gefühl, hier sind wir verankert, verwurzelt. Es gibt Halt im Leben, Sicherheit, Stabilität, ein Boden, ein fester Boden unter unseren Füßen. Und hier ist auch unser Zuhause und alles, was mit Immobilien und Inneneinrichtung zu tun hat, ist auch hier in diesem Lebensbereich. Hier hat sie Waage. Waage liebt das Schöne und Harmonische. Und das sind ihren Grundbedürfnisse und sie wird auch eine schöne Zuhause haben und das soll luftig sein. Und schön eingerichtet, natürlich. Wenn es darum geht, dass die eine Basis braucht im Leben, ein Halt, dann soll sie darauf achten, dass sie immer in diesem inneren Gleichgewicht bleibt. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Natürlich später dann ihre eigenen Kinder, noch später ihren Enkelkinder, aber auch das innere Kind, die Kindheit, diese Erinnerungen. Hier hat sie die Skorpion. Skorpion gehört auch zum Wasserelement. Und das handelt sich um Gefühle. Und hier lernen wir die Gefühle transformieren. Und hier im Skorpion entsteht ein Prozess, die Transformation. Und das ist nicht nur mit Gefühlen hängt zusammen, sondern auch mit Energie. Und das ist die Kundalini-Energie. Diese Kundalini-Energie ist eine Schlangenenergie. Davon haben wir zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten. Die andere Schlange bringt die Energie nach oben. Und das hängt mit unseren Gefühlen zusammen. Die eine Richtung ist, was alles nach unten zieht und alles so
düster sieht. Das sind Ängste. Oft ist das Verlustangst. Und das entsteht auch hier in Kindheit. Und diese Gefühle wie Angst, Zweifel oder Schuldgefühl, das sind die negativen Gefühle. Und es ist wichtig, diese Gefühle transformieren, das heißt loslassen und übergehen auf die positiven Gefühle. Und das ist Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit und Liebe. Und das ist schöpferisch. Und wenn sie verspürt diese schöpferische Energie, dann kann ihr Leben genießen. Das ist die Lebensfreude hier in diesem fünften Lebensbereich. Bei dieser Schlangenenergie, was die Skorpion zeigt, handelt sich nicht nur um diese Kundalini-Energie, sondern davon erzählt auch die Mythologie etwas. Zwischen die Tierkreiszeichen Skorpion und Schütze, zwischen den beiden, ist ein Sternbild im Himmel. Und dieses Sternbild nennt man Schlangenträger. Und dieser Schlangenträger begegnet sich mit zwei Schlangen. Die sind auch Sternbilder im Himmel. Und dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als der Sohn von Apollo, von dem Sonnengott, und heißt Asklepios. Und Asklepios musste ein Kind heilen. Asklepios ist der himmlische Arzt. Diese beiden Schlangen, dieses Asklepios-Symbol, das ist auch bei den Apotheken sichtbar. Also hat mit Heilung auch was zu tun. Nun zurück zu dieser Geschichte. Dieses Kind, der Sohn von einem König, ist in einen Honigtopf gefallen und Asklepios musste heilen. Und dann kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange trägte die Gift in sich, der andere Schlange trägte die Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen, mit welchen Mitteln heilt dieses Kind. Zum Glück hat er die Schlange gewählt mit dem Heilkräuter und hat das Kind geheilt. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung, weil mit diesen beiden Schlangen begegnen wir in unserem Leben. Das sind Einflüsse von außen. Die eine Schlange trägt die Gift in sich und das sind die Lügen. Und die andere Schlange trägt die Heilkräuter in sich, das ist die Wahrheit. Und hier entscheiden wir uns im Leben. Glauben wir an eine Lüge oder glauben wir an die Wahrheit? Und eine Lüge kommt immer honigsüß verpackt. Also wir fallen auch in diesem Honigtopf wie dieses Kind, wenn wir das glauben. Dann sind wir auch wirklich wie die Kinder, die alles glauben. Und das kann auch eine Botschaft sein, dass sie kann ihre Lebensfreude genießen, wenn sie von ihren Verlustangst loslassen kann, wenn sie das überwinden kann und wenn sie etwas vorsichtig ist im Leben, auch als Kind schon, hier zeigt sich auch die Kindheit, also auch als Kind, wo sie unterscheiden kann, was ist die Wahrheit und was ist eine Lüge. Der sechste Lebensbereich ist der Alltag. Wie bewältigt sie dann den Alltag? Wie geht sie mit ihren Pflichten nach? Oder wie kann sie arbeiten? Und auch der Gesundheitszustand. Hier hat sie die Schütze. Die Schütze gehört zum Feuerelement und es ist immer eine gewisse Begeisterung dabei. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und hier herrscht Jupiter und Jupiter vergrößert etwas. Natürlich bringt Jupiter auch Glück, ganz klar, und schenkt eine optimistische Haltung. Aber Jupiter vergrößert alles.
Man neigt dazu, etwas zu übertreiben. Und wenn hier entsteht das Gefühl, ja, das begeistert mich, aber da muss noch etwas Größeres sein, etwas Besseres. Und dazu neigt die Schütze. Und dann verliert die Orientierung. Und das erlebt sie im Alltag und auch in dem beruflichen Umfeld oder bei Berufswahl. Die Schütze zeigt aber auch gleichzeitig die Lösung. Und das ist diese Pfeil. Und das zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und esoterisch, spirituell bedeutet das, sind unsere Wünsche. Wenn sie das wählt, beruflich, was sie begeistert, dann hat sie die richtigen Berufswahl getroffen. Wenn andere Aspekte eine Rolle spielen, oder habe ich mehr Freizeit, oder da verdiene ich mehr Geld, dann verliert sie die Orientierung. Schütze steht in Verbindung zum Bewegung, Sport und Ausland. Jetzt zurück zum Aszendent. In diesem Augenblick, wo sie geboren ist, wann sie geboren ist, ist die Tierkreiszeichen Krebs hier in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Und der untere Teil, das Horoskop, ist das unbewusste Teil und das obere ist das bewusste Teil. Also das geht dann alles in die Unbewusste rüber, aber in dem Moment, wo man den ersten Atemzug holt, den Geburtsmoment, schaut man genau hier auf diesem Spiegel und da erblickt man den Seelenpartner. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kinder bis etwa dritter Lebensjahr haben noch die Erinnerungen. Später ist das alles im Unbewussten. Man verliert diesen Bezug zu diesen Bildern. Und hier hat sie den Steinbock. Und mit Steinbock öffnet sich die Tor zum Partnerschaft. Steinbock kann in jungen Jahren streng sein. Hat man auch Lernaufgabe. Das ist sehr, erstes Mal, streng, traditionell und schwierig. In der zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock sehr unterstützend, weil dann kommt alles in Form. Und sie wird die Partner bekommen, so wie sie das vorstellt. Aber hier ist die Lernaufgabe, Ziele setzen. Und das kann man auch bei Partnerschaft vorstellen, den idealen Partner. Und daran glauben. Und alles andere ist unwichtig. Und wenn sie dieses Glauben hat und lässt sich nicht ablenken mit anderen Jungs, dann umso schneller kommt ins Ziel. Aber ich gehe davon aus, dass bis das soweit ist, den richtigen Partner begegnen. Sie wird da auch Begegnungen haben, was ihr was spiegelt, weil hier hat sie auch Lernaufgaben. Der achte Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das auch mit Todesfall oder mit Erbschaft auch was zu tun. Aber weniger ist der Tod gemeint, umso mehr das Leben erhalten, damit das Leben erhalten bleibt. Und das ist die finanzielle Sicherheit, auch die Sexualität und das Loslassen. Hier im achten Lebensbereich lernen wir das Loslassen. Und das kannst du so vorstellen oder ihr auch vermitteln. Wenn wir geboren sind, wir kommen nicht mit leeren Händen, sondern wir haben was dabei. Und das sind die Erinnerungen, all das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben. Ich vergleiche das mit einem Rucksack.
Also stell dir vor, wir sind mit diesem Rucksack geboren. Und in diesem Rucksack sind all diese Erinnerungen drin. Erfahrungen, Talente, Fähigkeiten oder Gefühlen. Und wenn unser Leben beginnt, und hier im Aszendent beginnt das auch, und machen diese Lebensschritte in 7 Jahren Periode, kommen neue Begegnungen dazu, neue Lebenserfahrungen, wieder anderen Gefühlen, und dieser Rucksack wird irgendwann voll. Wenn das zu schwer ist, dann bücken wir nach vorne und haben einen schweren Lebensweg, weil wir müssen das alles mitschleppen. Und hier, wo das Loslassen ist, Absterben von etwas, hier lernen wir aufräumen. Hier wirkt Pluto, das ist Pluto-Energie hier. Pluto sagt dann, stopp, mach mal Pause, mal für Wochenende. Nichts tun, nur aufräumen und dann aufschreiben, was ist alles drin in diesem Rucksack. Gedankenmuster, das kann auch solche Gedanken sein wie, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient. Solchen Gedankenmuster verabschieden. Also erstmal unseren Gedanken überprüfen und verabschieden solchen Muster. Dann Gewohnheiten überprüfen. Welche falschen Gewohnheiten haben wir? Mir fällt spontan immer Rauchen ein, aber ich möchte diejenigen, die wirklich Rauchen bevorzugen, wirklich nicht verletzen. Ich meine das nicht persönlich, sondern viele Menschen wollen auch das aufhören. Und genau solche Momente sollen wir das auch überprüfen und dann Entscheidungen treffen, das wirklich auch tun. Oder Begegnungen, Freundschaften, Bekanntschaften, die Freundschaften, wo ein gegenseitiges Vertrauen da ist, diese Freundschaften sollen wir bewahren, behüten, das sind wahre Schätze. Aber andere Begegnungen, wo wir das Gefühl haben, dass die andere uns ausnützt oder unehrlich ist, davon verabschieden. Wovon sollen wir noch trennen? Auch von Gefühlen wie Angst oder Schuldgefühl, das auch aufräumen. Oder Gegenstände, weil wir das gar nicht brauchen. Und das ist diese Transformation und gleichzeitig auch die Erneuerungsprozesse, was hier los ist in diesem 8. Lebensbereich. Und der Vorteil ist, wir haben viel mehr Platz in diesem Rucksack, und viel leichter ist es alles. Hier hat sie Wassermann. Und Wassermann zeigt klar und deutlich, dass sie die Luftelement braucht. Weil Wassermann gehört zum Luftelement. Wenn das alles zu viel ist und dieser Rucksack zu schwer ist, dann verliert sie den Luft zum Atmen. Und dann muss wirklich überlegen, wovon soll sie verabschieden, damit sie endlich aufatmen kann. Die 9. Lebensbereich sind die Reisen, Ausland, Auslandskontakte oder eine höhere Bildung. Außerdem hier in diesem Lebensbereich sind religiöse Themen, spirituelle Themen, Glaubenssätze. Und hier hat sie die Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört auch zum Wasserelement, also handelt sich auch um Gefühlen. Und in diesem Sternbild sind es aber 2 Fischen. Die eine Fisch hat ständig Angst und zweifelt an allem, zweifelt an sich selbst auch und das blockiert. Und diese Richtung sollen wir verabschieden, 180 Grad drehen und in die andere Richtung bewegen. Und die andere Richtung ist ein Traum, eine Vision, eine Vorstellung. Und wenn man diese Vorstellung lebt
und daran glaubt. Und hier sind auch ihre Glaubenssätze. Wenn man das glaubt, dann wird das auch Realität. Natürlich muss dieser Traum auch realistisch sein, erreichbar sein. Aber dann wird das auch was. Das heißt, erstmal eine Vorstellung davon, von dem idealen Zustand. Auch finanziell, auch beruflich, auch familiär, auch in die liebe Partnerschaft. Und diese Bilder pflegen, immer wieder Zeit nehmen, das Vorstellen und daran glauben und das Vertrauen. Weil das heißt, dann zeigen wir das Schöpfer gegenüber, wir vertrauen das Fluss des Lebens. Wir zweifeln nicht an die Schöpfung. Und dann loslassen und geschehen lassen. Es kommt auch so. Das ist die Wunder daran. Hier im 10. Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes. Zurück zu diesem Beispiel des Baums. Hier ist die Krone des Baumes. Und hier bekommen wir tatsächlich diese Krone. Das sind die Anerkennung, Respekt, Ansehen, Berufung. Und auch Öffentlichkeit, hier hat sie die Widder. Das heißt, die Widder kämpft oder kann gut kämpfen. Widder ist mutig und sie wird sich ihre Kraft einsetzen und sie wird auch mutig sein, dass sie Anerkennung bekommt, dass sie Respekt bekommt und auch ihre Berufung lebt. Hier im 11. Lebensbereich sind die Wünsche, die Vorstellungen und Freundschaften. Und wir sollen auch Freundschaft schließen mit unseren Wünschen. Und hier sind nicht nur Freundschaften, sondern auch Gruppen. Gruppen von Menschen, die zusammengehören, die gleichgesinnt sind. Hier hat sie die Stier. Stier genießt das Leben und das, was sie auch möchte, mit Freunden die Zeit einfach mal genießen, zur Ruhe kommen, das mal genießen. Stier hat einen Bezug zum Besitz. Das kann ein Hinweis sein, dass sie das festhalten möchte, auch an bestimmten Freundschaften. Warum? Die Kindheit zeigt hier Verlustangst. Aus Verlustangst versucht es festzuhalten. Stier hat auch einen Bezug zum Werten, Wertschätzung und auch für Finanzen. Und es kann auch eine Neigung sein, entweder, dass sie unbewusst wohlhabende Freunde sucht oder dass sie gerne auch mal finanziell die Freundschaften, ich nenne mal das Wort, ich übertreibe das bisschen, aber dann kann ich das näher bringen, Freundschaften kaufen. Und das heißt nicht, dass sie tatsächlich Geld zahlt dafür, sondern mit teuren Dingen andere zu beeindrucken. Und hier ist Löwe, natürlich Löwe möchte auch im Mittelpunkt sein, ein bisschen glänzen. Die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens, das zum Erkennen und alles, was im Geheimen ist, alles, was hinter geschlossenen Türen passiert. Und hier sind auch karmische Themen, hier ist auch Rückzug. Bedeutet dieser 12. Lebensbereich auch Forschen an etwas, ein Forschungsgebiet oder erkennen Ursache, die Krankheiten oder die Ursache bestimmten Dingen, wo man nachfragt, warum ist es eigentlich? So mal in die Tiefe schauen. Hier hat sie die Zwillinge. Hier braucht sie Leichtigkeit und etwas spielerisch betrachten. Und damit sie das leben kann, braucht sie immer wieder einen gewissen Rückzug. Dann kommt sie zu diesem Luftelement, zu diesem Leichtigkeit. Und die Geheimnisse des Lebens, was sie hier als Erfahrung macht, das erzählt die Geschichte von Castor und Pollux. Leda war eine Königin, eine wunderschöne Frau. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verliebte Leda und verführte auch Leda und sie wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta
Und von dem König wurde aber auch schwanger und sie gebar den Zwillingen Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und diese Geschichte erzählt, dass wir Menschen haben eine Seele und unsere Seele bewohnt in unserem Inneren, ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also göttlich und unsterblich. Und das ist Pollux. Die Seele verlässt aber irgendwann den Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zurück zum Gott. Und ich erzähle immer wieder diese Geschichte. Sinngemäß kann ich dann so vorstellen, dass Gott fragt dann, ja, erzähl mir, wie war das auf die Erde? Und die Seele erzählt und erzählt und das ganze Leben spielt sich wie ein Film ab. Von Geburt bis zum Lebensende. Und die Seele schaut das an. Und wenn das vorbei ist, dann kann ich das nur so vorstellen, dass Gott fragt dann, ja, wie fühlst du dich jetzt? Und es gibt Menschen, die dann sagen, ja, wundervoll, also besser ging es gar nicht, ich habe so toll das erlebt auf die Erde, ich fühle mich glücklich und befreit. Dann heißt das, die Seele hat sich vom Karma befreit. Weil das ist die Ziel, selbst zu sein, glücklich zu sein, befreit zu sein. Diese Leichtigkeit, was die Zwillinge auch zeigen, diese spielerische, diese Leichtigkeit, bisschen Neugier und allem, was viele Dinge dann entdecken auf dieser Erde. Wenn die Seele sagt, ach, ich habe das alles angeschaut und jetzt muss ich feststellen, ich habe doch gar nicht gelebt. Und ich habe alles falsch gemacht, was man überhaupt falsch machen kann. Und dann kann ich das nur so vorstellen, dass dann Gott sagt, naja gut, dann geh zurück und mach besser. Und wir sind in diesem Rad drin. Das ist dieser Schicksalsrad und die Seele sucht dann einen Weg aus, einen Schicksalsweg, was die Seele braucht. Und das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und das ist dieser Schicksalsweg und das spiegelt ein Geburtshoroskop. Genau das ist es. Das ist dieser Seelenplan. Das ist dieser goldene Weg. Und die Verbindung ist hier wichtig, dass wir diese Verbindung zu unseren Seelen nie verlieren. Niemals. Und wenn wir das entdecken in unserem Inneren, dann haben wir einen Bezug zu unserer Intuition und auch zum Gott. Das ist das ganze Geheimnis. Wir sind mit dem Schöpfer immer verbunden. Und das befreit auch. Das gibt ein gutes, beruhigendes Gefühl. Und das ist hier dieses Geheimnis. Sonne befindet sich im Jungfrau. Ich setze Sonne hier im Jungfrau. Natürlich ist sie klug und bescheiden, selbstverständlich, kann auch ökonomisch denken. Manchmal vielleicht kritisch andere gegenüber oder kritisch mit sich selbst gegenüber. Aber sie ist gute Beobachterin. Und hier im dritten Lebensbereich, wo sie eigentlich behaupten soll, sich durchsetzen, bei diesem Jungfrau-Energie ist gar nicht so einfach, weil sie neigt dazu, auf die Seite gehen und überlässt den Platz zum anderen. Mond ist im Steinbock. Das heißt, Sonne und Mond, die beiden Lichter, sind im Erdeelement. Steinbock ist Erdeelement, Jungfrau ist auch Erdeelement. Sie braucht Sicherheit, Stabilität und Struktur. Wenn Mond in Steinbock ist, sie nimmt ihren Gefühlen sehr ernst. Und so wird es auch in Partnerschaft sein. Aber sie neigt dazu, ihren Gefühlen im Zaum halten,
Höchstens kommt die Aszendent Krebs im Vorschein, wo sie dann anfängt, launisch zu werden. Aber sie zeigt nicht immer ihren Gefühlszustand. Mars ist die männliche Energie, zeigt auch der Mann, also ihr Partner später. Mars bedeutet aber auch die Kraft, sich durchsetzen im Leben und einiges in Bewegung setzen. Mars ist im Wassermann. Wassermann bedeutet einzigartig fühlen, außergewöhnlich fühlen, und das ist ein Hinweis, dass ihr Partner einzigartig und außergewöhnlich ist, und sie wird auch aus ungewöhnlicher Art und Weise diesen Mann kennenlernen. Wenn das um ihre Kraft geht, dann braucht sie immer diese Transformation, achte Haus, immer absterben, damit etwas Neues entstehen kann. Und das ist die innere Kraft, immer wieder was loslassen, damit sie in Kraft bleiben kann. Und das kann auch Kontakte sein, Menschen, die ihren Kraft rauben oder ihre Zeit, ihre Energie. Davon verabschieden. Oder Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Das blockiert auch, das kostet auch alles Kraft und Energie. Immer auf diesem Rucksack denken, weil wenn sie aufräumt in diesem Rucksack und kann sie aufatmen und kommt zum Leichtigkeit, dann verspürt ihren Kraft von ihrem Innen heraus. Merkur zeigt die Kindheit und Jugend. Merkur herrscht über diesem Alter, also steht in Verbindung zum Kinder und Jugendlichen. Merkur ist auch der Planet der Handlungen. Wie kann sie handeln im Leben? Und auch das praktische Wissen, auch die Kommunikation und auch wie nimmt sie Wissen auf? Merkur ist im Jungfrau. Merkur herrscht über die Jungfrau, das heißt, Merkur kann sich hier sehr gut entfalten. Mit anderen Worten, sie ist sehr intelligent und klug. Und da möchte sie sich auch sich beweisen. Sie wird manchmal übersehen oder wird das nicht wirklich wahrgenommen. Und sie kann sich auch nicht immer durchsetzen, weil Jungfrau ist eher im Hintergrund, und die Krebs-Aszendent zeigt auch dann in die Richtung, ich fühle mich verletzt, ich traue mich gar nicht zu, ich ziehe mich eher zurück. Obwohl, das ist wirklich ganz großes Vorteil hier, ihr Wissen, ihr Intelligenz. Jupiter ist im Löwe. Jupiter zeigt ihre Größe. Jupiter ist die innere Sonne. Was ist ihre wahre Größe? Das ist Jupiter. Und hier im Löwe, das zeigt sich schon sehr königlich. Und auch, dass sie auch dieses Bedürfnis hat, im Mittelpunkt zu sein. Sie wird das nicht vermitteln. Mit Krebs-Aszendent vermittelt sie das nicht. Mit Jungfrau hier, wo sie sich behaupten soll, wird sie auch nicht vermitteln. Mit Steinbock-Mond wird sie das auch nicht vermitteln. Sondern sie hat Erwartungen, dass andere das entdecken. Dass andere aufmerksam werden auf sie. Und so hat sie diese Erwartungen. Und ich würde sie dabei unterstützen, dass sie im Mittelpunkt ist, dass sie zum Glanz kommt, ihr auch beibringen, wie wertvoll sie ist, wie großartig sie ist, weil das stärkt ihr Selbstwertgefühl. Sie holt das selbst nicht. Wäre weise, Jupiter zeigt diese Weisheit, das wäre weise. Aber sie ist nicht Löwe betont oder Widder betont, das wäre dann einfacher. Aber hier mit Krebs, Jungfrau, Steinbock, sie wird das nicht tun,
sondern die erwartet das von anderen. Venus ist der Planet der Schönheit, Ästhetik, Kreativität und Kunst und Harmonie, ist eine weibliche Energie und zeigt sie als Frau. Und Venus ist die Jungfrau, im Jungfrau. Und das ist die Reinheit. Sie ist sehr bescheiden. Ich würde auch sagen, eher dann zurückhaltend. Und sie liebt diese Reinheit, auch die Ordnung. Sie braucht auch einen Partner, der sie dabei unterstützt, damit die Partnerschaft auch stabil ist und alles in Ordnung ist. Also sie legt ganz großen Wert drauf. Saturn ist der große Lehrmeister und hütet den Karma und belehrt uns, lenkt auch unserem Schicksal oder beeinflusst unserem Schicksal. Saturn ist hier in den Zwillingen. Diese Zwilling-Energie, das, was sie befreit, was sie auch lernt, natürlich unterstützt auch die Wassermann-Energie. Das ist alles Luftelement, die Leichtigkeit, das, was sie braucht. Und hier Saturn, in jungen Jahren ist Saturn streng, sehr streng. Aber im zweiten Lebenshälfte geht es viel, viel besser. Wichtig ist, dass sie sich befreit fühlt, dass sie zu dieser Leichtigkeit kommt oder Leichtigkeit auch bleibt. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Uranus ist im Wassermann. Uranus zeigt sich sehr außergewöhnlich. Das heißt, außergewöhnliche Art und Weise kommt zum Geld oder kann sie gut investieren und macht Gewinn. Aber steht auch in Verbindung zum Mars, eine außergewöhnliche Mann, vielleicht wohlhabende Mann auch. Und es kommt die Begegnung aus ungewöhnlicher Art und Weise. Neptun lässt unserem Träume leben. Neptun ist rückläufig, hier im Steinbock. Nicht nur Neptun ist rückläufig, sondern Uranus auch rückläufig, aber Neptun auch rückläufig. Und das heißt, dieser Mann kehrt von früher zurück. Dieser Mann kennt sie von früheren Leben. Eine karmische Begegnung. Das ist dieser Hinweis mit dieser Rückläufigkeit von Neptun und Rückläufigkeit von Uranus und gerade hier im Lebensbereich Partnerschaft. Aber wichtig ist, auf dem Neptun-Energie achten. Neptun lässt die Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben das. Wenn wir das aufgeben und daran nicht glauben, dann fühlen wir uns enttäuscht. Und das erlebt sie in die liebe Partnerschaft. Aber immer auch überlegen, was ist die Wahrheit, was ist die Lüge. Bei Neptun geht es um Träume. Und oft erzählen Menschen etwas traumhaft schön. Und wir neigen dazu, das auch glauben. Und wenn das die Wahrheit entspricht, dann ist das wundervoll. Weil dann ist wirklich ein Traum. Aber wenn das nur eine Halbwahrheit ist und begegnen wir mit Menschen, die uns anlügen, dann führt das zum Enttäuschungen. Und hier ist die Schattenseite Neptun. Und weil hier sie karmischen Erinnerungen hat, aus diesem Grund hat sie hier auch diese Skorpion-Themen, wo sie auch achten soll, welche Einflüsse kommen von außen. Das, was ich erzählt habe mit dieser Geschichte von Asklepios,
dieser Schlangenträger und die Begegnung mit diesen beiden Schlangen. Die eine ist die Gift, die Lügen, andere ist die Heilkräuter und die Wahrheit. Und wenn man das glaubt, dann ist man wie ein Kind. Und genau diese Neptun-Geschichte kann sowas auch auslösen. Und man kann vieles erzählen, auch traumhaft schön etwas erzählen. Und hier dieser rückläufige Neptun. Aber das wäre auch ein Fehler, wenn man diese karmischen Erinnerungen hat und man misstrauisch ist. Und begegnet man mit Menschen und bei ihr ist das die Partnerschaft. Wenn sie dann mit Männern sich begegnet und sie ist mit jedem da misstrauisch und die lässt das gar nicht zu, die Gefühle, sondern verschließt sich hier, Steinbock neigt dazu, das wäre dann die anderen Extremen, sondern sie lernt, und das ist dieser spirituelle Weg, was auch die Glauben zeigt, in Vertrauen bleiben. Vorsichtig sein, aber in Vertrauen bleiben. Pluto zeigt die inneren Kraft. Bei Pluto gibt ein Motto alles oder nichts. Pluto macht keine Kompromisse. Pluto ist hier in Skorpion. Und hier hat sie die Gefühle. Und das ist so wichtig, hier auf diesem Pluto-Energie achten, wenn sie ihren Gefühlen hier transformieren kann, das heißt diese Verlustangst loslassen kann, dann verspürt die Pluto-Energie und das ist ihre innere Kraft. Pluto und Skorpion vermittelt auch sehr viel Leidenschaft. Und hier bei Lebensfreude zeigt auch in diese Richtung sehr, sehr leidenschaftlich. Aber Jungfrau Venus ist dazu etwas schüchtern. Unserem Planet Erde bewegte sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und hier manifestiert sich etwas. Das kann bedeuten, dass sie dann ihren Schicksalsweg im Ausland führt oder im Ausland macht sie Lebenserfahrungen und da manifestiert sich etwas oder in Richtung Spiritualität oder Bildung. Rahu und Ketu, die beiden bilden sich eine Drache und diese Drache symbolisiert erstmal unsere Ängste. Und die Geschichte der Drachentöter zeigt, wie wichtig das ist, unserem Ängste loslassen. Dieser Drache zeigt aber unserem Karma. Und das ist getrennt. Das heißt, ein Teil kennen wir schon. Und das ist die Drachenkörper oder absteigende Mondknoten oder Ketu. Und das hat sie im Waage. Das heißt, in früheren Leben war für sie sehr wichtig, ein Zuhause zu haben. Und war auch sehr wichtig, die Schönheit, Harmonie. Und das wollte sie nie aufgeben. Sie war nicht bereit, großartig etwas verändern in ihrem Leben, weil sie hat dazu geneigt, das festzuhalten. Weil das war einfach schön und angenehm, auch bequem. Aber bedeutet hier auch die Waage, ihren Gerechtigkeitssinn und auch ihren Kreativität. Und dieser Drache hat einen Kopf, der Drachenkopf, und es wurde getrennt. Und die Seele sucht das, weil die Seele kennt das noch nicht. Also sucht einen Weg, stellt die Frage, wo ist dieser Kopf, wo ist der Kopf der Drache, wo ist das versteckt? Das ist im Widder. Und das heißt, nicht immer zurückziehen, weil das bequem ist und schön ist, sondern in die Öffentlichkeit gehen oder sich wehren, sich durchsetzen oder die Berufung leben. Im indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das zeigt die Tagesbewegung des Mondes. Und dazu gibt es auch eine Geschichte,
Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist eine junge, hübsche Dame, unschuldig, zeigt auch dieser pubertierende Alter. Rohini ist eigentlich die Morgenröte. Also der Mond verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, ja nun gut, du darfst doch meine Tochter heiraten, aber sie hat noch ein paar Geschwister, du musst die auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes. Und das zeigt die Tagesbewegung des Mondes und die Einflüsse kommen natürlich von Sternen. Ihr Aszendent ist Krebs. Dieser Mondhaus heißt Pushya und das zeigt immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, intuitiv sein. Das begleitet sie von Geburt bis zum Lebensende. Die hat diese Begabung, dieses Feingefühl. Sonne befindet sich hier im Jungfrau, hier, und dieser Mondhaus heißt Hashta. Übersetzt bedeutet das Hand und Handlungen. Und dieses Mondhaus wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix wurde bei den Römern verehrt, das ist die Weinleserin, und zeigt die Lebensfreude. Das ist wie ein Fest, Tanz, Musik, Lebensfreude. Und das ist ihr Schule des Lebens, das zum Lernen, diese Leichtigkeit. Mond befindet sich hier im Steinbock und dieser Mondhaus heißt Uttarashada und bedeutet ihre Wünsche, ihren Vorstellungen leben, weil das wird sie auch erreichen, also nicht aufgeben. Mars befindet sich hier in Wassermann und bedeutet Grenzgebiet. Und das heißt, sie muss das ganz genau beschreiben, was sie will. Und da die Mars-Energie einsetzen und das ist ihre Kraft. Aber auch die liebe Partnerschaft, eine bestimmte Vorstellung haben von diesem idealen Mann, ihren Märchenprinz, könnte ich mal so sagen. Wenn sie das vorstellen kann, das ist dieser Grenzgebiet, erstmal die Gedanken, das ist mehr die Wassermann-Energie, dann wird das auch Realität, dann übergeht das alles in Steinbock-Energie, weil dieser Mondhaus heißt Danishta, die Grenzgebiet zwischen Wassermann und Steinbock. Erstmal die Vorstellung, diese Idee, diese Gedanken, dann realisiert sich das alles. Merkur befindet sich hier im Jungfrau, aber in einem anderen Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna und das heißt, es kommt die Zeit, dass sie das erntet, was sie früher in früheren Leben ausgesät hat und daran liegt ihre schöpferische Kraft. Das zu vertrauen, in diesem Vertrauen kommen. Jupiter ist hier im Löwe. Und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna, so ähnlich beschreibt, es war in früheren Leben etwas und es wurde nicht vollendet. Und da kamen auch Enttäuschungen und jetzt in dieses Leben trägt das Früchte, das wird vollendet und das nimmt sie auch im Besitz. Venus befindet sich hier im Jungfrau, im Grenzgebiet, im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Also sie kennt sich mit Waage auch aus, weil wenn hier ein Planet im Grenzbereich ist, dann kennt auch die eine Seite, auch Jungfrau, aber auch die nächste Tierkreiszeichen und das wäre die Zeichen Waage. Und Waage ist sehr vertraut mit Venus, weil Venus herrscht über die Waage. Das ist ihre Begabung, ihre Kunst, Kreativität und Schönheitssinn, aber auch als Frau. Das heißt, bei ihr wird immer ein Wechsel sein. Einmal zeigt sie die Waage, diese schöne Frau, und zeigt sich sehr schön und andere Momenten eher schüchtern und zurückhaltend,
die kennen beide Seiten und sie wird auch beide Seiten leben. Ich würde das sogar sagen, das macht sie interessant. Und Venus befindet sich hier im Mondhaus Chitra und das heißt Balancepunkt, die inneren Gleichgewicht. Und wenn hier dieser Gleichgewicht, so wie die Waageschale, hier in diesem Mondhaus herrscht, wo ihr Venus ist, das ist nicht nur die inneren Gleichgewicht, sondern Vergleichen und Ausgleichen. Und hier im dritten Lebensbereich sind im jungen Jahren die Verbindungen zum anderen Kinder, im Erwachsenenalter sind hier die Konkurrenten und Rivalen. Und wenn sie versucht, kritisch zu sein zu sich selbst, dazu neigt die Jungfrau und vergleicht sich ständig mit anderen Frauen, dann kommt diese Unsicherheit und geht mehr im Rückzug. Und anderen Moment will sie aber beweisen und dann zeigt sie die Kreativität, dieser Schönheitssinn und zeigt sich als schöne Frau. Hier braucht wirklich selbst zu sein, zu sich selbst stehen und nicht mit sich mit anderen vergleichen. Es ist hier der Balancepunkt und hier wird in diesem Mondhaus, wo Venus ist, von Spica bestrahlt. Diesen Stern Spica wurde auch verehrt bei den Römern. Das ist die Weizenehre der Jungfrau. Und das heißt, es trägt Früchte. Es trägt Früchte, das ist die Ernte. Und das erlebt als mit ihren Kreativität, aber auch in die Liebe Partnerschaft. Es trägt Früchte. Saturn befindet sich hier in Zwillinge. Saturn erteilt Lernaufgabe und dieser Mondhaus heißt Atra und das bedeutet die jugendliche Frische. Immer diese erfrischende Energie zeigen nach außen. Uranus ist im Wassermann im selben Mondhaus wie Mars, Danishta, das ist dieses Grenzgebiet. Alles, was man vorstellt, daran glauben, dass Realität wird, hier im Grenzgebiet zwischen Wassermann und Steinbock. Also das manifestiert sich alles und dafür sorgt Uranus, weil das ist der Planet der Veränderungen. Neptun ist im Steinbock hier. Und dieser Mondhaus heißt Shravana und das ist der Adler. Adler bedeutet einen Weitblick oder die Zeit vorausdenkende, die ahnt auch. Also das heißt, sie wird das auch ahnen, die wird das vorher wissen, wann dieser Mann kommt, wann kommt diese glückliche Partnerschaft. Dieser Mondhaus bedeutet nicht nur Adler, dieser Weitblick oder klares Blick zu haben, sondern auch zuhören. Nicht nur, was der Partner dann sagt, zuhören, sondern auf ihren inneren Stimme vertrauen, ihre Intuition. Pluto befindet sich hier in Skorpion und dieser Mondhaus heißt Ieshta. Das ist die älteste Frau des Mondes bei diesen 27 Frauen, aber es ist keine alte Frau, sondern weise, bekommt Respekt und Ansehen und das zeigt sich schon im Kindheit. Ketu, all das, was sie erlebt hat in früheren Leben, ist hier im Waage, das sind die Erinnerungen. Dieser Mondhaus heißt Vishaka, das ist ein Feuergöttin und hütet den Tempelfeuer. Und dieser Tempelfeuer, wenn wir das vorstellen, dass wir eine Seele haben und unsere Seele wohnt in unserem Inneren, dann können wir das betrachten wie einen inneren Tempel. Und hier ist dieser Feuer, das ist die Herzenswärme. Oder die Begeisterung, die Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Vishaka zeigt aber noch etwas, verbrennen all das, was im Weg steht. Jetzt nicht als zerstörerische Energie etwas verbrennen, sondern das hat symbolische Bedeutung und das heißt loslassen, reinigen. Die reinigende Energie der Feuer. Rahu, hier dieser Drachenkopf, befindet sich in Widder
im Kritiker. Kritiker bedeutet übersetzt die Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Regengeschwister. Sie verkünden auch Regenzeit, die weinen auch. Die sind die Töchter von Atlas. Es sind aber noch die Hyaden, die sind auch die Töchter von Atlas. Und die Hyaden und die Plejaden sind Halbschwestern. Und sie bilden sich ein Tor. Und dieses Tor nennt man das goldene Tor der Ekliptik. Und das beschreibt Frau Holle. Und das heißt, wenn wir etwas vorhaben, dann ist wichtig unsere Einstellung. Sind wir die Verlierer im Leben? Sind wir pessimistisch? Dann sind wir die Pech-Marie. Dann regnet Pech. Oder sind wir optimistisch? Sind wir die Gewinner im Leben? Dann sind wir die Gold-Marie. Dann regnet Gold. Und das ist für sich hier oben eben wieder ein Neuland. Weil das, was die aufsteigende Mondknoten zeigt, das kennt die Seele noch nicht. Das wird sie erst kennenlernen. Und die Frau Holle-Geschichte erzählt, wie wichtig ist das, die Einstellung. Besonders, wenn das um Berufung geht oder Öffentlichkeit geht oder Ansehen und Respekt zu bekommen. Jetzt noch zu diesem tibetischen Astrologie. Wenn sie nach außen zeigt etwas, die Energie geht nach außen, es ist wichtig, erstmal zum Harmonie kommen. Das heißt, wenn eine innere Unruhe ist, ein Hin und Her, dann ist wichtig, diese Energie oder Gefühlen, diese aufgefüllten Gefühlen zum Ruhe bringen, zum Harmonie, die inneren Gleichgewicht, zum inneren Gleichgewicht, übergehen eine wellenartige harmonische Bewegung. Und wenn sie das innerlich verspürt, dann kann sie einen Neuanfang starten. Und wenn mit dieser Energie, mit diesen Gefühlen oder mit dieser Einstellung, inneren Einstellung etwas beginnt, dann trägt das Früchte, dann kommt hier die Holzelement und das ist die Wachstum, dann kommt dazu die Erdeelement, das manifestiert sich. Das braucht ein bisschen Geduld, aber das kommt in Form. Und diese Figur hat auch eine Bedeutung. Sehr anziehende Persönlichkeit ist sie. Sie wird sehr viele Freunde haben, einige werden sie auch unterstützen. Sie liebt Reisen, sie ist offen für neue Erfahrungen, sie ist auch sehr gesellig. Was sie nicht ertragen kann, wenn sie übersehen wird, wenn sie abgelehnt wird, das schmerzt sie, dann bekommt sie auch Verlustangst. Sie ist sehr geheimnisvoll. Und die Zahlen. Ihr Glückszahl ist die Zahl 3 in Wasserelement. Und das heißt, immer auf den Gefühlen achten. Wenn das in Harmonie ist, in inneren Ruhe, inneren Gleichgewicht, daran liegt die Kraft. Das ist auch die Intuition in sich. Davon kann etwas Neues entstehen. Die Fokus ist die Zahl 6 im Metallelement. Die Vergangenheit bereinigen. Das etwas klären, nicht immer alles mitschleppen. Und ihr Schicksalszahl ist die Zahl 9 im Feuerelement. Das heißt, wenn sie Angst bekommt und dadurch stoßt in ihren eigenen Grenze, weil sie aufgeben wird, genau in diesen Momenten braucht die Kraft und Mut weiterzumachen. Oder wenn das Einflüsse sind von außen und jemand versucht, um die Enge zu treiben oder Grenzen setzen oder klein halten, dann nicht davonlaufen oder verletzt fühlen und zurückziehen, sondern Mut zu haben und sich wehren. Das ist dann die Feuerelement. Noch die Verbindungen. Sonne und Saturn steht in einer Spannung. Und Sonne symbolisiert der Vater. Das kann ein Hinweis sein, dass der Vater etwas zu streng ist. Umgekehrt kann das auch sein, dass vieles erlaubt ist und fehlt diese strenge Erziehung. Das kannst du überlegen, welche Thematik hat sie hier.
Sonne ist nicht nur der Vaterbild, sondern Sonne bedeutet aber auch ihr Selbstwertgefühl. Und das sollte man unbedingt stärken. Das zeigt hier auch die Löwe hier im zweiten Lebensbereich. Sonne hat aber auch eine sehr, sehr schöne Verbindung zum Neptun. Also es ist nicht nur diese Einschränkungen, was die Strenge betrifft, sondern auch eine schöne Verbindung zum Neptun. Und das heißt, doch die Träume zum Leben, die Träume zu verwirklichen oder die Kunst, Kreativität, das hat auch einen Bezug zum Neptun-Energie. Neptun steht mit Saturn in Verbindung und diese Verbindung ist einen sogenannten Quinkungsaspekt. Und das heißt wirklich wie ein Pendel. Und wenn du das vorstellst, dass jemand fragt, wie wird diese Pendel bewegen, sollst du sagen. Die Antwort wäre dann, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht so, vielleicht so, vielleicht bewegt sich gar nicht. Es ist eine gewisse Unsicherheit. Und das ist alles mit der Sonne und mit Neptun und mit Saturn in Verbindung. Das heißt, Saturn wäre die Strenge, Neptun wäre das traumhaft Schöne, Sonne ist ihr selbst, aber hat einen Bezug auch zum Vater und das wechselt sich ab, mal so, mal so. Und das ist diese innere Ungewissheit, wo sie das nicht einschätzen kann mit diesem Quinkungsaspekt, denk an diesen Pendel, ja, wie wird das sein oder wie, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes, bewegt sich so oder gar nicht, ich weiß es nicht, entsteht diese innere Unsicherheit. Liebe Senilia, so könnte ich diese Geburtshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich auch für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir und auch deine Töchter alles Gute, alles Liebe von Dendera.